Okay. Bitte mach das nur. Aber du darfst dir nichts wünschen, du musst sie erfüllen. Mein Gott. Also, wir machen jetzt weiter mit ein bisschen Bewegung. Diese Woche schickt uns für jeden Tag dankenswerterweise Arzt und Yogatherapeut Peter Böck Übungen für einen gesunden Rücken. Gestern, vorgestern waren Nacken und Schultern dran und jetzt kommt der obere Rücken dran, nämlich eine gesunde Brustwirbelsäule, ist sehr wichtig. Was brauchen Sie jetzt dazu? Eine Matte, aber ich glaube, ein Teppich tut's auch. Sich einfach auf den Rücken legen und zuschauen und mitmachen. Ja, viele müssen gerade zu Hause eben Homeoffice machen. Den ganzen Tag kommen sie wenig in Bewegung und ein Bereich, den unserem Körper in unserem Bewegungsapparat vor allem betroffen ist, ist die Wirbelsäule und da insbesondere die Brustwirbelsäule. Dort brauchen wir einfach viel Beweglichkeit und Mobilität und eine relativ einfache Übung für zu Hause ist folgende. Sie legen sich am Rücken ab, nehmen sich neben dem Körper, also eine Decke wie ich, beugen die Beine in der Luft und strecken die Arme zur Seite. Und dann lassen Sie langsam die Beine zu einer Seite fallen, und kommen wieder zurück nach oben, die Ausgangsposition und drehen die Beine zur anderen Seite. Kommen wieder zurück nach oben und das machen wir jetzt abwechselnd langsam auf jeder Seite ein paar Mal. Die Decke dient dazu, dass die Beine abgelegt werden können. Und wenn Sie Beine zur Seite drehen und der gegenüberliegende Arm zu sehr vom Boden hebt, dann bringen Sie den Arm einfach weiter nach unten. Wiederholen das langsam noch zwei, drei Mal auf jeder Seite und spüren, wie Sie dadurch mehr Beweglichkeit, mehr Drehung in die Brustwirbelsäule bekommen. Und wie sich auch vielleicht die Gesäßmuskulatur dehnt und auch der untere Rücken mobilisiert wird. Und dann kann man natürlich gerne auch am Ende noch ein bisschen bleiben auf jeder Seite. Wenn Schmerzen kommen, dann natürlich nicht so tief hineingehen in die Endposition oder eben mit Hilfsmitteln, mit der Decke arbeiten, so ein bisschen anheben. Gibt es unterschiedliche Varianten. Wichtig ist, dass wir jetzt mehr in die Bewegung kommen, das mehrmals am Tag mit relativ einfachen Übungen für zu Hause. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für diese herausfordernde Zeit und schauen wir, dass unser Körper in Schwung bleibt. Dankeschön, Peter Böck. Und alle Übungen können Sie eine Woche lang auf der ORF TV-Thek nachsehen.